begleitet mich heute in den Primark in Köln. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video aus dem Primark in Köln. Ja, es ist lange her, dass ich ein Primark-Video gemacht habe. Heute ist es endlich wieder soweit und ihr müsst nicht lange diesen Anblick ertragen. Ich habe nur eine dicke Backe, ein bisschen von meiner OP, aber ich habe keine Schmerzen, mir geht es sonst gut. Und ich bin heute mit Daria hier, weil wir unser Abschiedsessen haben. Wir gehen jetzt zusammen essen in Köln, vorher noch in den Primark und ich zeige euch, was es alles zu finden gibt. Und ich möchte mal kurz rüberschwenken, weil hier gibt es den Markt der Engel. Weihnachtsmarkt. Sieht voll schön aus. Haben aber leider dafür keine Zeit, weil wir unsere Reservierung haben. Aber jetzt gibt es erstmal weniger von meinem Gesicht, sondern mehr vom Primark. So, starten wir hier mit den Christmas-Sachen. Kosmetikbeutel 9 Euro. Hier so eine Einkaufstasche für 5. Einen Mickey Christmas Pulli für 16. Man muss dazu sagen, ich bin heute am 19. November hier, am Samstag. Kann natürlich sein, wenn ihr hier seid, dass einiges dann wieder weg ist. 10 Euro, hier so eine Leggings für 14. Hier, den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Der kostet 18. T-Shirt für 10. Ach, Schuhe. Kosten 18, 14, mal die Jacke, gibt aber anscheinend nur noch XS, 14, das ist kein Disney, aber das hier, Stitch, 16. Für die ganz kalten Tage 25. Hier, wenn es ganz kalt wird. Sehr schön. 16. Mini-T-Shirt. Das ist so. Stitch-T-Shirt für 10. Größe M. Größe M sei schon 20 Euro. Nee, ich will diese. 16, 14, machen wir dieselben Sachen, Stitch, Pullover für 16, diese Kappe für 7, den habe ich euch schon gezeigt, 20, Stitch Cardigan für 16, Euro. Angel Pullover für 16. Und hier nochmal Stitch für 16. Hausschuhe für, was kosten sie? 8 Euro. Das ist nicht Disney. Hier gibt es noch so T-Shirts für 7, aber die klappe ich jetzt nicht alle auf. Princess mit Schloss. Nein, nein. Goofy, Mickey. Das war Minnie Maus T-Shirt. Doch, ich möchte, dass du jeden einzelnen aufmachst und ein Foto machst. Stitch Pullover. Weitere Stitch Pullover. Passende Hose. Winnie Pooh. Das war ein Pullover. Hogwarts. Harry Potter gibt es auch. Brauchst du noch was für Januar? Winnie Pooh, Kosmetikbeutel 6, Stitch, Tasche für 5. Hier gibt es auch so Hoodie zusammen mit Hosen, Mini, Mickey, da ist Tigger. Tigger, Angel. Donald, Mickey,
Dumbo, Looney Tunes, one minute. In der Kosmetikabteilung habt ihr hier ein paar Bürsten für 4 Euro mit verschiedenen Prinzessinnen, Rapunzel, Tiana, Jasmin. Hier gibt es die bekannten Showercaps von Brina, die sie immer anzieht auf den Wasserbahnen. 2,50 eine Schlafmaske für 3. Hier gibt es Spider-Man, einen Zahnbürstenhalter. Oh, ein Handtuch-Turban, die trägt immer Brina sehr gerne. Make-up-Sponges, die brauche ich auch, nehme ich mal mit. Prinzessinnen-Nagelfeilen. Ein Spiegel mit dem Schloss, ganze Schlosskollektion. Haarklipser. Und hier unten sind auch Pinsel. Make-up-Pinsel. Noch eine Eye-Maske. Face-Tücher. Hier gibt es noch eine Cleansing Face Brush für 4,50 Euro. Dann haben wir eine Shower Cap für 3. Ein Bart Fizzer für 2,50 Euro. Das sind perfekte kleine Geschenke. 2,50 Euro für dieses Eyelash-Ding. Nochmal 3 Gesichtsclaws für 5 Euro. Pinsel für 10. Kosmetikbeutel für 7. Das ist ganz süß. Ja, hast du nicht genug, ne? Den Spiegel hat mir Brina mitgebracht aus Kaiserslautern. Oh Gott. Kostet 22. Geil. Ja, für die Schweiz. Ein Kopfmassage. Ja, hast du mir gekauft. Ja. Gibt's jetzt mit Mini. Kopfmassage-Ding. 2,50 Euro. Ein Lippenset. Das ist doch auch was für Brina. Ja, so Tücher. Hier gibt es auch nochmal so ein. Oh, mit Aufbewahrung. Ein Blender. Minimaus-Ohren. Den brauche ich auch. Weihnachtsbrushes. Hier gibt es noch Ohren. Hast du die Ohren fotografiert? 5 Euro. Dann halten wir doch. Beauty Storage. Oh. 8 Euro. Ne, sowas brauchen wir nicht. Oh, hier gibt es auch noch sowas. Auch noch so ein Storage. Gerade abgefallen der Preis. 8 Euro. Weiter geht's. Hier gibt es so ein Stitch. Keine Ahnung, Warmhalte-Poncho. Ich finde gar keinen Preis. Ein Stitch Pyjama. Die Pyjamas zeige ich jetzt euch nicht genau. 19 Euro. 25, danke. So ein Stitch Cropped Pullover. Und eine passende Shorts dazu. Einen Flauschepulli. Aber das ist irgendwie, was ist da dran? Alles eine Hose. Hält auf jeden Fall super warm. Gibt es hier mit Klopfer. Hier nochmal mit Mickey. Das sind Pyjamas. Da muss aber auch in der Antarktis wohnen. Ah, de Snoody heißen die Dinger, diese Ponchos. De Snoody? Keine Ahnung. Steht hier. Kann man verschenken in der Geschenkbox. Pyjamas. Ah, die Leggings fühlt sich aber gut an. 15 Euro. Fühlt sich auch sehr schön an. Sehr weich. Das auch. Ja, hier ist nochmal so ein Smoothie. Das ist aber 21 Euro. Snow White. So ein Aristocats 17 Euro Crop Top und so ein Ganzkörperanzug mit Stitch
Ist auch so einen kurzen Pyjama. Hier sieht's aus. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Zeitlich gesehen kann ich euch leider nicht mehr die Kindersachen zeigen. Und da ich jetzt auch kein Kind in der Familie habe oder so, wie gesagt, kann ich euch die Kindersachen leider nicht zeigen. Aber Brina macht ja auch mal regelmäßig Fotos auf ihrem Shopping-Kanal. Brina and the Shopping Land. Da könnt ihr euch dann immer die Fotos anschauen. Eins. Achso, und Herren lassen wir übrigens auch aus. Aus Zeitgründen. Wir gehen jetzt also noch zu Home. Da. Hausschuhe gibt es hier auch noch mit Stitch und Mini. Ansonsten ist es hier sehr chaotisch. Hier gibt es ein paar Stitch-Sachen mit Angel, Decken. Ein Bettüberzug. Trinkflaschen, Winnie Pooh Trinkflasche. Nee. Hier gibt es auch noch so Cover, Vakuumbeutel, 6 Euro, hier so Kissen, hier noch so ein Cover für 20 fürs Bett, so Aufbewahrungskisten für 3, gibt es auch größer für 5. Gibt so Tür, so Schrankdinger, die du austauschen kannst. Dann hast du da Mini-Dings. So, ein Sieb für 4,50 Euro. Schüsseln für 10. Ist auch noch so Bettüberzug. Was zum Backen für 4,50 Euro. Keramikmark. Ist auch nochmal diese Knaufs. Schüsseln, Kissen. Aber wie ihr seht, super chaotisch. Das ist so ein Stitch-Schild. Auch nochmal so Türknöpfe mit Stitch. Ornamente, wo man seinen Namen dann hinschreiben kann. Noch was gesehen? Ah ja, Baby Yoda Toaster für nichts, keine Ahnung. 25. R2D2 Waffelmaschine für 35. Es gibt auch einen Baby Yoda Sandwich Waffelmaker. Aber da passe ich. Hier gibt es noch eine Decke mit Baby Yoda für 8. Das war's kaputt. Flasche. Hier gibt es noch ein paar Schreibwaren mit Stitch. Da geht es ja nicht komplett durch. Notizplaner, Notizbücher mit Simpsons gibt es auch. Mit Bambi. Hier gibt es so Foam Stampers. So eher für kleinere Kinder. Hier so Ausmal-Dinger, Schwamm, Sponge Painting Sets. Das ist eigentlich ganz cool für Kinder. So eine Matte, wo man drauf malen kann. Oh, die gab es sogar im Weihnachtslook. Notizbücher. Mini. Harry Potter skippen wir. Hier gibt es noch ein bisschen was mit Marvel, Spider-Man. Hier gibt es noch ein bisschen was an Disney Weihnachtsdeko. Girlanden für 14. Hier diese Mickey-Ständer für 10. Adventskalender, gibt es auch einen mit Weihnachtskugeln für 20, gibt es auch noch so ein ganzes Set für 16, Ornamente, gibt es auch so einen Baum, aber ich habe so ähnliche Bäume von letztem Jahr. Kosten 23. Da sind, glaube ich, auch Kugeln dabei. Ein Adventskalender als Riesenrad für 23. Noch solche Ornamente. Irgendwas machen die auch. Kann man hier entweder leuchten oder machen Musik. Das
noch dasselbe für Stitch und Angel. Lichterkette für 5. Oh mein Gott. Geschenktüten. Pokémon-Tasse. Haarbürste. Bartfizzers. Also Badekugeln. So eine Stehmini. Oh, die kann man die Beine sogar ausstrecken. Guck mal. Ja, ne? Richtig cool. 23. Kissen, Decke. Die Weihnachtsmannkissen für 9. Das ist aber günstig. Hier noch so Ornamente für 2. Ist ganz schön, für um mal Geschenke dran zu hängen. 3. Kannst du Mini anmalen für 4,50 €. Adventskalender. Und hier gibt es auch Plüschis, Goofy, Pluto. Kosten 17 und machen auch Geräusche und leuchten. Schlafmaske mit Mini, Mickey. So, das war ja eher ein Schnelldurchgang durch den Primark, aber ich nehme euch jetzt natürlich noch mit zum Mexikaner. Der soll nämlich besonders gut sein hier in Köln. Daria war da nämlich schon mal essen. Ich bin sehr gespannt. Und hier seht ihr nochmal den Weihnachtsmarkt. Ist echt schön. Aber wir haben leider nicht genug Zeit eingeplant für alles. Primark, Weihnachtsmarkt, essen gehen. Ist halt alles nicht drin. Aber ich werde in der Schweiz die Weihnachtsmärkte auf jeden Fall noch besuchen. So, da ist das Restaurant Casita Mexicana. Gibt mehrere Standorte in Köln, richtig? 2 Stück. Wir haben das jetzt auf der Rohnstraße. Du warst auch bei dem anderen Standort das letzte Mal. Das war super lecker. Deswegen gehen wir da jetzt wieder hin. Aber dem anderen Standort, weil es näher am Primark war. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich mir gekauft habe. Und dann nehme ich euch mit zum Mexicana. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt schnell, was ich mir im Primark gekauft habe. So viel war es nicht. Einmal hier diesen Schwamm mit Aufbewahrungshalter mit Minimaus-Ohren für 4 Euro. Dann diese Blender-Sponges für 3 mit dem Disney-D drauf. Ein paar Leggings für 8 Euro mit innen so Fell drin. Ich bin ja so eine Frostbeule im Winter. Dann ist es der Pyjama geworden. Der ist so schön weich und ich hoffe, dass er auch so bleibt nach der Wäsche. Der war ja, also nur das Oberteil 15 und das Unterteil 13. Also relativ teuer für einen Primark Pyjama, aber ich hoffe, er hält mich kuschelig warm. Dann dieser Haarreif für 5 Euro, perfekt fürs Phantasialand oder andere Freizeitparks, die nichts mit Disney zu tun haben, aber an Weihnachten oder für eine Weihnachtsfeier fand ich richtig schön. Und dann wurden es noch hier diese Haarspänkchen, 1,50 Euro brauche ich immer mal wieder. Und hier diesen Haarreif habe ich mitgenommen in Pink, denn für 3 Euro. Mein neuer Arbeitgeber in der Schweiz hat das Motto Do it Pink. Und ja, pinke Akzente sind immer gut, wenn wir Events haben oder so. Habe ich einen pinken Haarreif. Ja, das war's. Da ist das Essen. Wir haben beide dasselbe, und zwar Quesadillas. Es funktioniert so hier, man sucht sich den Typ aus, Quesadillas, Burritos, Tacos, was auch immer. Und dann kann man sich eine Füllung aussuchen. Bei Quesadillas gibt es sogar 2 Möglichkeiten. Ich habe jetzt einmal die vegetarische Variante mit Guacamole und einmal das Hähnchen. Was hat es gekostet? 15,50 Euro, glaube ich. 15,90. Ja, ist das regnet. Deswegen habe ich meinen Schal auf dem Kopf. Ja, ich hoffe, der kleine Exkurs hier nach Köln hat euch gefallen. Und die Primark-Sachen. Ja, war leider ein bisschen Schnelldurchgang. Aber ich denke, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.